Hey ihr Lieben, ich möchte euch heute einen meiner Gäste für den Dienstag-Skat vorstellen. Herzlich willkommen, Josefine Heinemann. Hallo. Ja, ich kenne dich ja noch gar nicht so lange und tatsächlich habt ihr, meine YouTube-Community, habt mich auf Josefine aufmerksam gemacht, denn ihr schaut auch Josefines Kanal. Und Josefine ist weibliche Schachgroßmeisterin, spielt in der deutschen Nationalmannschaft, ist gerade frisch zurück von der Schacholympiade und, oh Wunder, ja, sie spielt auch noch Skat. Ja, ist doch großartig. Also, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich spiele auch noch Skat, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich kenne die Regeln und ja, da wir am Dienstag spielen, habe ich jetzt auch schon ein bisschen geübt in letzter Zeit. Aber ja, zu viel spiele ich nicht tatsächlich. Naja, ich hoffe nicht, dass es am Ende heißt, ich würde dich von deiner Schachkarriere ablenken oder so. Das soll natürlich nicht passieren, aber vielleicht mal ein bisschen frischen Wind in die Oberstube. Das kann ja gar nicht schaden. Wie wird man denn weiblicher Schachgroßmeister? Weiblicher Schachgroßmeister ist ein Titel, für den man erstmal eine bestimmte Spielstärke braucht. Also im Schach wird die Spielstärke ja als Elo-Zahl gemessen und dafür braucht man 2300. Und dazu braucht man noch drei Normen. Da muss man eine bestimmte Performance gegen starke Gegner spielen. Und wenn man das alles zusammen hat, dann bekommt man den Titel verliehen und ja, beziehungsweise man muss ihn sich kaufen tatsächlich, aber man muss auch What? diese Voraussetzungen erfüllen. Okay, jetzt hast du mich ja neugierig gemacht. Was kostet dann der Titel, damit man ihn dann auch tragen darf? Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube 500 Euro, aber es ist ein lebenslanger Titel und er hat auch durchaus Vorteile. Also man bekommt damit dann häufig Vergünstigungen bei Turnieren, was Startgelder zum Beispiel angeht. Oder man wird natürlich tendenziell auch eher eingeladen, wenn man einen Titel hat. Genau. Ja, siehe hier, Skat mit Gästen, ne? Schon bist du eingeladen, ne? Einmal nicht aufgepasst. Ja, das Aber habe ich gesehen. das hast du kommen sehen? Nee, habe ich nicht kommen sehen, dass der WGM-Titel mir eine Einladung beim Skat verschafft. Ja, wie gesagt, tatsächlich sind es ja meine Zuschauer, die auch so viel bei dir schauen. Das heißt, wir sind ja auch Kollegen. Du betreibst deinen eigenen YouTube-Kanal mit Schachanalysen. Also, wie gesagt, ich schaue es jetzt noch nicht ewig lange, aber ich kann schon fast gar nicht mehr darauf verzichten. Wie lange machst du das und was kriegen wir da von dir so zu sehen? Ich habe im Januar letzten Jahres angefangen, Schachvideos zu veröffentlichen. Ich habe lange überlegt, ob ich einen YouTube-Kanal starten will oder nicht. Und ja, habe mich dann dafür entschieden und versuche vor allem deutsche Schachspieler und Schachspielerinnen in den Vordergrund zu rücken, einfach weil ja die internationalen Größen werden irgendwie überall gezeigt und da fallen manchmal unsere eigenen starken Spieler und Spielerinnen ein bisschen hinten runter. Und das wollte ich ändern. Kommt auch bisher ganz gut an. Also ich bin zumindest ganz zufrieden damit. Und ich war auch öfter mal auf deinem Kanal unterwegs in letzter Zeit, um zu üben und habe tatsächlich auch einige der Leute, die bei mir häufiger mal kommentieren, bei dir in den Kommentaren gesehen. Das ja, bestätigt nochmal, dass wir offenbar ähnliche Zuschauer haben. Ja, ich denke mal, die Spiele sind ja nun weit genug voneinander weg, aber dennoch sehr analytisch und natürlich jetzt natürlich Skat auch mit seinen sehr deutschen Wurzeln. Wo hast du denn Skat gelernt überhaupt? Mein Papa hat mir Skatspielen beigebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Ich glaube, so 10 oder 11. Ich meine, so Skatkarten hat ja erstmal jeder zu Hause und ich wollte dann mal wissen, wie das funktioniert. Und dann hat er mir erstmal Reizen beigebracht. So jeden Abend vorm Schlafengehen haben wir das geübt. Obwohl ich jetzt in ein paar Meetings mit dir gelernt habe, dass ich das vielleicht noch gar nicht richtig konnte. Aber ich Ja, sag mal, so die ohne 6 Grundzüge. und ohne 7, naja, diese kleinen Feinheiten, ne? Genau, aber mit Bubenreizen hat er mir beigebracht. Das klappt auch, glaube ich, ganz gut. Und ja, dann habe ich häufiger mit meinem Papa und meinem Opa gespielt. Und ja, das war es aber an sich auch. Also ich glaube, so außerhalb meiner Familie bin ich gar nicht sicher, ob ich überhaupt jemals außerhalb der Familie gespielt habe. Naja, auf jeden Fall, wir haben ja eine kleine Proberunde gemacht. Da hast du ja also eine super Performance abgeliefert, den Tisch sowas von easy weggefegt, dass ich jetzt einfach wirklich mal gespannt bin, ob du das am Dienstag wiederholen und bestätigen kannst. Beim Schach wäre es leicht, das zu bestätigen. Hier ist es natürlich nicht ganz so vorhersehbar, sagen wir einfach mal, ne? Also ich sag mal, wenn ich die gleichen Karten kriege, schaffe ich es nochmal. Okay, ja, da würde ich mitgehen, ne? Ja. Ja, du
bist WGM mit einer Elo-Zahl von größer 2300. Wie hoch ist denn deine Elo-Zahl genau und wo, was sind da die nächsten Ziele? Momentan habe ich 2314, also ja schon nicht viel, also nicht deutlich drüber. Ich hoffe, dass ich in naher Zukunft mal die 2400 anpeilen kann. Also ich versuche das schon länger. Ich war auch schon häufiger mal näher dran als jetzt. Aber so richtig hat es noch nicht geklappt. Ich hoffe aber, dass das noch wird. Vor ja, 2 Monaten ungefähr habe ich meine erste IM-Norm gemacht. Dafür muss man in einem Turnier eine Spielstärke von 2450 zeigen. Also ja, es ist möglich, aber es muss natürlich dauerhaft aufs Brett kommen und nicht nur in einem Turnier. Aber das ist erstmal das nächste Ziel für mich. Also IM 2450 und dann braucht es auch wieder drei Normen. Genau, und eine Elo-Zahl von 2400. Das ist, also ich meine, es hört sich ja, wenn man jetzt da Laie ist, 2314 zu 2400, hört sich ja nicht wie die Welt an, aber ich glaube, das ist so ein Bereich, wo man schon sehr hart für arbeiten muss, um sich da noch zu verbessern, oder? Ich glaube, es ist wie mit allen Dingen beziehungsweise allen Sportarten. Je besser man wird, desto schwieriger ist es, besser zu werden. Also, weil die Nuancen, die sich dann unterscheiden, sind einfach immer schwieriger auszumerzen oder ja, die Unterschiede sind schwieriger. Also die 100 Punkte sind einfach schwieriger, wenn sie zwischen 2300 und 2400 liegen, als wenn sie zwischen 1500 und 1600 liegen. Aber ja, ich denke nicht, dass es unmöglich ist, deswegen arbeite ich weiter dafür. Und ja, arbeiten hört sich auch immer so ein bisschen brutal an. Trainieren, wie viel trainierst du täglich? Kommt ein bisschen drauf an, wie viel ich so rundherum zu tun habe. Also ist natürlich wie bei allen Selbstständigen, mal fällt etwas mehr Arbeit an, mal etwas weniger. Ich versuche jeden Tag 3 Stunden anzupeilen. Das schaffe ich auch im Normalfall. Wenn ich dann mal deutlich mehr Zeit habe, mache ich auch gerne ein bisschen mehr. Und wenn ich es gar nicht schaffe, dann mache ich eben auch mal weniger. Okay, pass auf, ich bin jetzt schon richtig kribbelig und freue mich auf unser Duell am Dienstag. Wir haben ja noch einen weiteren Gast, den verrate ich jetzt noch nicht, den stelle ich euch dann hoffentlich morgen vor. Frage zum Abschluss: Wer ist denn der stärkste Gegner, den du bisher beim Schach je bezwungen hast? Ich habe mal in einer Schnellschachpartie Hikaru Nakamura bezwungen. What? Hikaru? Das ist ja sensationell, oh Gottes Willen. Ich ziehe mich, glaube ich, ganz warm an, oder? Das war eher aus Versehen, aber was ist passiert? Okay, wie fühlt sich das an? Ich meine, ich vermute mal, wusstest du vorher, dass du gegen ihn kommst, oder ist das so ein Turnier gewesen, wo du plötzlich dann zugelost wirst und siehst plötzlich, wen du hast? Das war ein Team-Event und es war ganz lustig. Also ich wusste, dass ich gegen ihn spiele, weil das waren Teams mit 4 Leuten und jeder spielte gegen jeden aus dem gegnerischen Team. Und wir hatten vorher Trainingslager. Ich spielte mit 3 anderen Deutschen im Team. Und ich habe ihnen im Trainingslager gesagt, keine Sorge, ich kümmere mich um Hikaru. Natürlich war das einfach nur ein Scherz. Und dann hatte ich gewonnen und dann saßen wir da, weil, also wegen Anti-Cheating sind wir dann auch alle in einem Zoom-Call und man sieht das. Und so 10 Minuten nach der Partie fragt einer meiner Mitspieler, Josephine, hast du wirklich gewonnen? Weil wir haben so ein Spreadsheet bekommen, wo die Ergebnisse standen und er dachte offensichtlich einfach, dass das Ergebnis falsch war. Aber es wurde nicht geändert. Und ja, also es war absolut unglaublich. Ich meine, die Partie war auch. Naja, nicht so toll, aber er hat mich ein bisschen unterschätzt und ich habe das dann geschafft auszunutzen, aber es war trotzdem ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, Also. ich meine, beim Schach, da ist doch alles erlaubt. Ich meine, den Gegner ungeduldig machen, keine Ahnung, also am Ende hast du Hikaru geschlagen, er ist doch. Und ich meine, beim Schach ist es, glaube ich, deutlich schwieriger als beim Skat mal mit guten Karten. Ne? Ich meine, was hat Hikaru? Der hat doch kurz vor, was hat der für eine Elo-Zahl? Jedenfalls, ich glaube, der. Ne? Nicht weit weg von 2800, ja. Also Nummer 2 der Welt, glaube ich, momentan. Vielleicht Nummer 3. Aber ja, ein sehr starker Spieler, das steht auf jeden Fall fest. Okay, und naja, also mit anderen Worten, Nerven wie Drahtseile, kein Problem bei dir. Kommt auf die Situation an. Okay. Ja, dann danke ich dir herzlich für die ersten Einblicke. Euch kann ich nur empfehlen, macht euch schon mal schlau.
Schaut mal bei Josis Kanal vorbei, wer das noch nicht getan hat. Ich persönlich kann nur sagen, ich schätze an diesen Analysen, wie viel Detailliebe du in so diese kleinen Überlegungen und Berechnungen steckst, die quasi in jedem einzelnen Zug drin sind, ne? Schon in der Spieleröffnung. Also ich habe nur gesehen, okay, ich meine, ich bin jetzt gar nicht der Schachcrack, aber um dahin zu kommen, also beim Skat muss ich ein bisschen weniger trainieren. Ich glaube, passt noch besser zu mir, ehrlich gesagt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs Skatspielen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischaut. Aber ja, ich bin gespannt, wie es am Dienstag läuft. Ich würde natürlich gern nochmal gewinnen. Mit den richtigen Karten läuft das. So machen wir das. Dann bis am Dienstag. Habt eine gute Zeit. Ja, tschüss.